Ich hab die Uni. Boom. Alle sind glücklich. Ding. Ich müsste Verbindungen. Ich müsste die quasi unterirdisch bauen. Um Anschlüsse zu. Ach, das wird wieder teuer. Shit. Weil dann habe ich auch Verbindung zum Ausgang und zum Eingang und zur Verbindung zum Bahnhof, Bahnhöfen. Ich plane ja 2+3. So. Bridge, hm? Wäre es, wenn ich das Ganze... 6-Lane-One-Way-Road. Natürlich. Okay. Space is occupied. So, dann... das so. Das ist ungefähr da gewesen sein. Und du hattest Probleme mit der Rampe, ne? Genauso wie du. Nee, du nicht. Okay. Du hast Probleme damit. Das heißt, ich muss dich aus dem Weg biegen. Jetzt hast du damit Probleme. Shoot! Ah, weil der Pfosten größer wird. Jetzt hattest du damit überall Probleme. Dang. Das heißt, ich muss den in genau die richtige Position bringen. Hä? Nein. Ja, ich hab die Stelle ein bisschen übertrieben. So. Ja, jetzt wird's da funktionieren, aber da noch nicht. Also, du aus dem Weg. Arsch. Arsch mich nicht. Was ein Blödsinn. Okay. Biegen wir das wieder zurecht, stellen den wieder hin, biegen das wieder zurecht. Und... shit. Weiß nicht, vielleicht so ein bisschen, ne? Den Pfosten... oh, den habe ich auch zu einem 3... oh, wollte ich ja gar nicht. Hehe. Könnte die Platzprobleme erklären. Und du hast Probleme mit... dem. Ah, mit beiden. Wenn man mal fragt, ne? Sieht auch viel runder aus. Okay, dreispuriger Highway on top. Sollte Probleme lösen. Abgesehen davon, dass die hier alle auf die Spuren wollen.
Ja, immerhin haben wir hier die ganzen. Ja, sieht einigermaßen okay aus. So. Dann dreispurig und unterirdisch. Meinetwegen semi-parallel. No, the Nath Money. Scheiße. Müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis wir. Au, das war mein Finger. Geld haben. Dann, können wir. 30.000. So. Komm mal wenigstens voran. Okay, und dann können wir von hier aus eine Verbindung schaffen. Home Space Occupy. Scheiß drauf. So, dann haben wir eine Ausfahrt. Wir brauchen aber auch noch eine Einfahrt von hier über hier nach da. Fahren die hier rein und da entweder zum Bahnhof oder aus dem Gebiet raus. Kann mir vorstellen, dass das ganz schön Chaos gibt. So, dann brauchen wir Wasser hier oben. Und Strom. Tatsächlich Budget. Wasserbudget erhöhen. Und Strom ein bisschen erhöhen. So, dann sollte ich keine Probleme mehr haben. Hier hinten gibt es Polizeiprobleme. Ich nehme an, die Polizeistation ist schon mit. Oh, shoot. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Kohle, um ein HQ zu bauen. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Wunderbar. Und bing, 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 bing. Ah, das ist kein Problem mehr. HQ gebaut. Null Probleme. Ja, hier mal so wieder das kleine Problem mit den Trucks. Vielleicht sollte ich tatsächlich hier nochmal regeln, wer wohin fährt. Steven. Okay. Dass die hier zum Beispiel nur abbiegen. Nur abbiegen. Und nur abbiegen. Sollte den Übergang einfacher machen. Abgesehen davon, dass die wahrscheinlich dann hier nee, sie können wechseln, okay. Sie wechseln innerhalb der Kreuzung. Okay. Ergibt Sinn.
Ja. Gut, ich war dabei, Wasser nach hier oben zu verlegen. Theoretisch brauche ich auch erstmal nur eine Leitung hier hochlegen. Ich kann die ja verteilen, wie ich will. Von daher... Und für Strom können wir dann hier selber sorgen. Obwohl, es wäre schon nicht verkehrt, eine Stromverbindung zu schaffen. Außerhalb der Stadt. Schade. Ich dachte, ich würde das so hinbekommen, aber dann läuft die halt parallel zur Autobahn. Wenn ich die denn dann mal genau so weit wegkriege, dass ich sie bauen kann, kann ich dann... Oh ja, das reicht, wenn ich die dann hier... Wenn ich dann hier rüber gehe und dann vermutlich irgendwo hierher. Wir haben Züge und wir brauchen ein Cargo Terminal. Okay, das dachte ich mir. Das dachte ich mir schon. Cargo Terminal. What the flying? Hä? Ah, gerade Straße, wo ist das Problem? Okay. Ja, lassen wir es erstmal so und bauen dann gerade noch die Umgehung dahin. Dann können wir auch von hier aus gerade... What the f... Okay. Okay. Wenn ihr euch nicht so verbinden wollt, wie ich es brauche, dann verbinde ich euch halt irgendwie. Dang, what? Keine Ahnung, warum die sich da nicht verbunden haben. Leco mio. So, theoretisch müsstest du... Nein, du hast keinen Strom. Okay. Also, Naja. Okay. Natural resources. Natürlich hier das durchziehen. Ups.
This is an announcement I have received from your brothers and sisters on the Red Planet. We miss Earth. Could you please send more food, concrete and mangoes, please mangoes, on the next shuttles heading to Mars. What the Mangos, aha. Na gut, ich werde jetzt hier mittendrin einfach diese Fläche für Holz nehmen. Weil ich eh Holzindustrie haben will. Von daher. So, dann können wir hier die als Erdöl nehmen. Das hier ist dann noch Holz. Das ist dann noch Erdöl. Von daher. So, Holz bist du und du und Öl bist du und du. Ja, ansonsten der Rest müsste dann halt noch industriemäßig gemacht werden. Optimal ist es nicht, wenn man die Kamera bewegt und damit dann was runterzieht, aber manchmal, weißt du. Also, das können wir ja einfach hier rüber gehen. Können wir auch die große Bürste erstmal nehmen. Dann für die Details. Sowas hier. Können wir dann was hier machen. Okay. Und wir verbinden das durch eine kleine Gasse. Brauchen da ja auch Rauchmelder. Ist ja der Hauptplan dafür immer. Kaum habe ich das Scheißding gebaut, kommen LKWs dahin. Oh, Mass. Ja. Gut, was soll's. Wasser und Strom sollten sie ja haben. Ich würde aber noch mal. Fuck, okay. Ich brauche noch mal Strom hin, ne? Weil dann entlasse ich damit das Industriegebiet und das wird dann Stück für Stück abgebaut. So, und ihr habt dann eine Zufahrt von Scheiße. Ihr kriegt einen Zufahrtsweg hier. Einfach in der Kurve. Und eine Abfahrt hier. Weil die führt ja einmal hier hin und dann hier hin. Und von hier aus nochmal. Ja, eine dahin. Ja, das hier wird nochmal. Ich weiß nicht, das kann ich ja dann mal für einen Moment vierspurig machen. Es geht so viel zu diesen Bahnhöfen. Das ist immer unglaublich, was die hier zu und abliefern. Ja. Ich will mal. New Building. Cargo Train Terminal. Ja.
Oh, du bist leer. Du bist voll. Okay. Ich meine, die LKWs fahren natürlich ein bisschen hin und her. Ach so, ich wollte ja noch ganz klar nicht genug Kohle, aber dang. Theoretisch müsste ich die auch noch hier rauslassen. Auf den Ring wieder. Moment, wenn ich mir das recht überlege, kann der Weg ja eigentlich weg, weil der die Schlaufe führt ja eh dahin. Kann die Schleife weg, weil es läuft ja eh hier rum und dann hier rein. Okay. Und wie löse ich das hier, dass die... Am besten... Naja. Okay. Move it. Dann müsste es eigentlich... Damit. Okay, dann können sie von hier aus nochmal einen Loop fahren. Und von dem Loop aus kommen sie... Nur hier rüber zum Bahnhof. Oh, shit. Müsste quasi noch einmal da einmal hin, damit alles, was hier lang fährt, die Möglichkeit hat, die Straße zu benutzen, um dahin zu kommen. Und nicht hier lang. Und die fahren dann eine komplette Kurve. Auch interessant. Okay. Wie sind hier die Routen? Genau, ihr fahrt den Weg. Aber wie kommt ihr dahin? Da und... Na, okay. So. Wo habe ich hier meine... Alles, was von hier kommt, muss erstmal darüber. Und alles, was dann hier abbiegen will, kann abbiegen.
Aber alles muss erstmal hier rüber. Oh, shoot. Ja, ich bräuchte auch noch eine Feuerwehr, die irgendwo hier auf der Strecke mal eingreifen kann. Braucht dann jeder Einzelne? Jedes einzelne Feld braucht eine eigene Feuerwehr? Das wäre ja dämlich. Nein, mach ich so nicht. Ich baue... eine Straße hierhin. Baue dahin... eine Feuerwehr. Und... eine Polizei. Und die versorgt dann das ganze Ding. Hoffentlich. So, und die fahren dann allesamt hier hoch, bis hierhin. Und hier oben muss ich dann nochmal an... oh, die kann ich direkt hier hereinbauen, okay. Das ist praktisch, da kann ich hier einen hinsetzen, dass die direkt rausfahren können. Quasi von hier aus, dann fahren die hier raus. Da ich hier die nächsten Eingänge noch mache, ja. Wunderbar. Okay, das wird natürlich... die Polizei natürlich los. Und die Straße dürfte natürlich dann jetzt keiner nehmen, weil die zu langsam ist. Und ich kann hier definitiv auch noch Müll hinsetzen. Müll davor. Das ist nicht schlecht. Ja, da war jetzt die Feuerwehr natürlich zu spät. Keine Frage. So, wenn ich jetzt nochmal genug Platz habe für einen Cargo Train Terminal. Was 60.000 kostet, dann ja. Kriegen wir dann auch nochmal einen Strom. Habe ich genug? Warum habe ich genug Strom? Ah, ich habe noch ein Kraftwerk gebaut. Ups. Wasser ist auch noch genug. Schick. Super. Wir kriegen 5000. Hier ist... kann sich kaum einer beschweren. Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich noch mehr Müllabteilung wollen. Oh, sie wollen mehr. Okay, meinetwegen. Oh, ich habe ja jetzt auch Straßen entsprechend mit Bicycle Lane. Das verscheucht natürlich die geparkten Autos von der Straße. Aber damit habe ich absolut kein Problem. Weil Fahrräder wunderbar Verkehr ersetzen. Ist auf die zwei Straßen da. Und auch natürlich noch hier die. So. Haben wir Bicycle Lane. Shit. War ja klar. Okay, machen wir das gerade zu einer neuen Dings. Guck mal hier. Dang. Ja, das...